Unser Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt. Alle Christen sind berufen zur Herrlichkeit. Alle Menschen, die an Gott glauben, an einen herrlichen Gott glauben, sind berufen, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Heute geht es um die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Wie du die Herrlichkeit Gottes erleben kannst, wie du sie mitnehmen kannst auf den Arbeitsplatz, zu dir in die Familie, in den Freundeskreis, wie die Herrlichkeit Gottes dein Leben verändern kann und dein Umfeld verändern kann. Die Herrlichkeit Gottes im Hebräischen heißt Kabod, und Kabod heißt so viel wie Schwere oder Gewichtigkeit. Wenn die Herrlichkeit Gottes einzieht, dann ist eine gewisse Herrlichkeit, eine gewisse Schwere, eine Gewichtigkeit zu spüren. Wenn ein König in einen Raum tritt, dann strahlt die Atmosphäre aus, ein gewisses Gewicht, ein seelisches Gewicht. Und das ist auch hier gemeint, wenn Gott kommt, dann spüren wir seine Gegenwart. Dann verändert sich die Atmosphäre, dann erleben wir seine Herrlichkeit. Ich glaube, es geht sogar darüber hinaus, bis hin ins Physische, ins Körperliche. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, das Kabot Gottes kommt, dann erleben Menschen auch körperlich eine gewisse Schwere. Und manche Menschen fallen dann in der Gebetszeit oder auch schon während der Predigt um. Sie sacken zusammen, weil die Schwere Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf ihnen lastet. Manche können viel Herrlichkeit ab, manche sind es nicht gewöhnt, können weniger ab. Und so manifestieren Menschen unter der Herrlichkeit Gottes. Sie reagieren verschieden darauf. Aber die Herrlichkeit Gottes wird dein Leben radikal verändern. Hat nichts damit zu tun, dass du ein Christ bist oder ob du ein Christ bist. Nein, das ist das kleine ABC. Du bist Christ geworden, du bist mit Jesus unterwegs. Deine Sünden sind vergeben, du bist auf dem Weg. Aber auf dem Weg kannst du verschiedene Herrlichkeiten erleben. Du kannst auf dem Baby-Christsein-Niveau bleiben oder du kannst sagen, ich möchte mehr mit Gott erleben. Ich möchte seine Herrlichkeit erleben. Du kannst hineinkommen in die Herrlichkeit Gottes, du kannst sie erleben. In der Herrlichkeit Gottes werden die Unmöglichkeiten möglich. In der Herrlichkeit Gottes passieren Wunder und Zeichen. In der Herrlichkeit Gottes, da ist Segen, da ist Freude, da passiert so vieles. Die ganzen Emotionen, die wir haben, sind verstärkt. Wir erleben Gott, wir erleben uns viel intensiver in der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir uns fragen, wie kommen wir dahin, dann wissen wir, es gibt einen Spezialisten im Alten Testament, der ganz genau wusste, wie die Herrlichkeit Gottes funktioniert und wie man die Herrlichkeit Gottes provozieren, anziehen kann. Und dieser Spezialist war kein anderer als Moses. Mose wusste ganz genau, wie man die Herrlichkeit Gottes herabbringt. Er wusste ganz genau, was man tun muss, damit Gott in seiner Herrlichkeit auftaucht und in sein Leben tritt. Das Volk Israel war ausgezogen aus Ägypten. Sie waren 40 Jahre unterwegs in der Wüste und sie sind 40 Jahre lang um diesen Berg Horeb, den Sinai, gezogen. Immer und immer wieder. Sie haben immer wieder die gleiche Schleife gezogen, immer wieder die gleichen Hügel und die gleichen Büsche haben sie gesehen. Und zwischendurch ging Moses auf den Berg. Und sobald Moses auf den Berg ging, fing der Berg an zu zittern, zu beben und es erschienen Flammen auf dem Berg und der Berg qualmte. Wir lesen in 2. Mose 24, Vers 17, da ist eine Erklärung, da heißt es: Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Die Herrlichkeit des Herrn war in den Augen der Kinder Israel. Also so wie es die Kinder Israel, wie es die Israeliten wahrgenommen haben, es sah aus wie Feuer, wie ein verzehrendes Feuer. Aber es war kein verzehrendes Feuer, es sah lediglich so aus. Denn Mose ging hinein in dieses Feuer und verbrachte 40 Tage in diesem Feuer, aber er verbrannte nicht. Es sah nur aus wie ein verzehrendes Feuer. Und für die Menschen, die von außen auf die Herrlichkeit Gottes geschaut haben, sah es aus wie Feuer. Aber wer im Feuer war, für den war es kein Feuer. Für den war es die Herrlichkeit Gottes. Spannend ist es, dass andere Menschen auf den Berg gingen, so wie zum Beispiel Miriam oder Aaron oder vielleicht irgendwelche Schafhirten, und gar nichts passierte. Bei ihnen wurde die Herrlichkeit Gottes nicht ausgelöst, obwohl sie auf den gleichen Berg stiegen. Da passierte nichts. Und ich glaube, Mose hatte ein Geheimnis. Er wusste ganz genau, wie man die Herrlichkeit Gottes herunterbringt in das Hier und Jetzt. Mose verbrachte viel Zeit mit Gott.
Und er hat wahrscheinlich Gottes Gesetze gekannt, Gottes Herz gekannt. Er wusste ganz genau, was er tun musste, damit Gott in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit und in seiner Herrlichkeit auf den Berg Sinai herabkommen würde. Mose war ein Mann, der von der Herrlichkeit Gottes besessen war, der süchtig war nach der Herrlichkeit Gottes. Und weil er in der Herrlichkeit Gottes war, wurde das Unmögliche für ihn möglich. Stell dir mal vor, er war bereits über 80 Jahre alt. Mit 80 Jahren wurde er berufen in den vollzeitigen Dienst. Er sollte das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Jetzt war er bereits über 80 Jahre alt und er ist in der Herrlichkeit Gottes. Und wir wissen aus der Bibel, er hat dort 40 Tage lang gefastet, ohne zu trinken und ohne zu essen. Wie ist das möglich? Das ist nicht möglich, das ist unmöglich. Aber in der Herrlichkeit Gottes ist es eben doch möglich. In der Herrlichkeit wird das Unmögliche möglich. 40 Tage lang fasten, ohne Wasser und ohne etwas zu essen. Und während der 40 Tage hat Gott dem Mose die Gardinen aufgetan, ja, die Vorhänge geöffnet und er durfte in den Himmel hineinschauen. Und Mose sah dort im Himmel die Stiftshütte Gottes. Und Gott sagte ihm, Mose, diese Stiftshütte hier oben, die gefällt mir so gut, ich hätte gerne ein Replika, ein Modell, eine Nachahmung auf der Erde. Würdest du mir bitte eine Stiftshütte bauen auf der Erde? Und Bibelkenner wissen, dass bis heute eine Stiftshütte vorhanden ist im Himmel. Im Hebräerbrief lesen wir davon. Das ist die Stiftshütte, in die Jesus mit seinem Körper hineinging und sein Blut hineinbrachte, in die Stiftshütte im Himmel. Und diese Stiftshütte sah bereits Moses im Alten Testament. Er sah sie und Gott sagte, bau mir etwas Vergleichbares auf Erden. Mose bekommt die ganzen Anweisungen, die ganzen Abmessungen, die ganzen Materialien mit auf den Weg. Er weiß genau, was er tun muss. Und dann sagt Gott, es ist aber Zeit, dass du jetzt herabgehst. Und er greift sie, die beiden Gesetzestafeln. Und dieser Mann, der jetzt über 80 Jahre alt ist, mit so einem Bart, und er hat bereits über 40 Tage gefastet, er rennt den Berg herunter und er kommt unten an. Jetzt würde man sagen, Mensch Mose, du bist hungrig. Iss doch was. Du hast doch Hunger. Du hast 40 Tage nichts gegessen. Trink doch was. Aber Mose ist so voller Herrlichkeit Gottes. Wir lesen auch nachher im Neuen Testament, da beschreibt Paulus, wie Mose vom Berg herabkam und wie er strahlte. Er war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und anstatt zu essen oder zu trinken, beginnt Mose mit dem Dienst. Und er zerstört das goldene Kalb, um das das Volk Israel bereits getanzt hatte. Er zerstört es, zerkleinert es, er übt Gericht. Und dann sagt man sich, Mensch, nach dem Gericht, nach der schweren Arbeit, nach dem Dienst, jetzt ist doch Zeit, Mose, dass du dir jetzt mal einen Happen gönnst und was trinkst. Aber Mose, ihm geht es nicht mehr ums Essen. Er ist in der Herrlichkeit Gottes. Und anstatt etwas zu essen oder zu trinken, geht er in das Zelt der Begegnung. Dort, wo die Herrlichkeit Gottes war. Er war ein Herrlichkeits-Junkie. Er war abhängig. Er war süchtig nach der Herrlichkeit Gottes. Er geht hinein in dieses Zelt und er möchte noch mehr Herrlichkeit erleben. Und er nimmt seinen Lehrling mit, er nimmt Josua mit und sie verbringen dort Zeit in der Herrlichkeit Gottes. In der Herrlichkeit Gottes wird das Übernatürliche natürlich. Das Unmögliche wird möglich. Über 80 Jahre alt, über 40 Tage gefastet und Mose will nicht essen. Nachdem er fertig ist mit seinem Gebet, beginnt er ein zweites Fasten. Er geht den Berg wieder hoch und er fastet nochmal 40 Tage, ohne zu essen und ohne zu trinken. Über 80 Jahre alt, über 80 Tage gefastet. Wie ist das möglich? Das ist unmöglich. Aber in der Herrlichkeit Gottes ist es doch möglich. Wenn die Herrlichkeit Gottes in dein Leben hineinkommt, werden Probleme, mit denen du seit Jahren kämpfst, werden besiegt werden. Schwierigkeiten, Sünden, Krankheiten, Probleme in Beziehungen, was immer dein Problem ist, wenn die Herrlichkeit Gottes erst auf deinem Leben ist, werden die Probleme aufhören müssen. Deswegen, viele Lösungen sind eben nicht in Konfliktlösungen zu finden. Die Lösungen sind oft zu finden in der Gegenwart Gottes. Viele Probleme lösen sich von selbst, wenn wir Zeit verbringen in der Gegenwart Gottes. Wenn die Herrlichkeit Gottes auf uns kommt und wir die Herrlichkeit Gottes mit uns tragen. Schließlich ist Moses wieder unten. Er hat die ganzen Anweisungen von Gott bekommen und das Volk Israel hat Buße getan. Das goldene Kalb ist aus der Welt und jetzt wird die Stiftshütte gebaut. Und sie bauen die Stiftshütte, sie spenden alle wie verrückt. Es ist zu viel Geld da, zu viele Materialien.
Und Mose veranlasst einen Spendenstopp und sie bauen eins der schönsten, der teuersten Zelte, das jemals gebaut wurde, und zwar für Gott. Gott hat kein Problem mit Reichtum, Gott hat kein Problem mit Wohlstand, er hat kein Problem mit schönen Sachen. Er ist das Schönste, das Beste, das teuerste Zelt der Welt wurde für Gott gebaut. Aber etwas fehlte. Als alles fertig war, als alles wunderbar aussah, fehlte noch eine Sache, die wichtigste Sache. Die Herrlichkeit Gottes war noch nicht da. Und wer kannte den Weg zur Herrlichkeit? Ein einziger Mann, Mose. Er wusste, wie man die Herrlichkeit Gottes provoziert, herunterbringt ins Hier und ins Jetzt. Jetzt möchte ich lesen aus Levitikus 9 von Vers 5. 3. Mose 9 von Vers 5. Und genau hier setzt die Geschichte jetzt ein. Und sie brachten, was Mose geboten hatte, vor den Eingang der Stiftshütte, und die ganze Gemeinde trat herzu und stand vor dem Herrn. Ne? Alles war fertig und jetzt musste Mose ran, weil er nämlich das Geheimnis kannte, wie man die Herrlichkeit Gottes in das Hier und Jetzt bringt. Vers 6. Da sprach Mose, und er sprach jetzt zu Aaron, zu seinem Bruder, dem Priester, dem Hohepriester und zu seinen Söhnen. Und er gibt das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes, wie man die Herrlichkeit provoziert, herabbringt ins Hier und Jetzt, gibt er jetzt weiter an seinen Bruder Aaron und seine Söhne. 3. Mose 9, Vers 6. Da sprach Mose, das ist es, was der Herr geboten hat. Das sollt ihr tun. So wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Mose sagt, es gibt einige Sachen, die ihr tun müsst, damit die Herrlichkeit euch erscheint. Nicht nur mir, sondern euch, dem ganzen Volk, zuerst Aaron und seinen Söhnen, und sie waren Mittler fürs ganze Volk. Mose sagt, ihr könnt nicht einfach so die Herrlichkeit Gottes erwarten. Ihr müsst etwas tun. Und zwar waren das drei Dinge, die sie tun mussten. Ich gehe mal zu Vers 22, 3. Mose, Kapitel 9, Vers 22. Und dort finden wir die Zusammenfassung von dem, was Aaron auf die Anweisung des Mose hin getan hatte. 3. Mose 9, Vers 22. Danach streckte Aaron seine Hand aus zu dem Volke und segnete es. Und er stieg herab, nachdem er das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer dargebracht hatte. Das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer. Nachdem Aaron diese drei Opfer gebracht hatte, stieg er herab vom Altar. Und ich glaube, in dem Moment ist etwas Außerordentliches passiert. Unsichtbar für das menschliche Auge. Aber in der geistlichen Welt ist etwas passiert. Von dem Moment an würde alles möglich sein auf dem Altar. Das Unmögliche würde möglich sein. Wunder und Zeichen könnten ab jetzt passieren. Warum? Drei Opfer wurden gebracht. Das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedens- oder Gemeinschaftsopfer wurden gebracht. Und wo diese drei Opfer aufeinandertreffen, wird die Herrlichkeit Gottes ausgelöst. Das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer. Und er tritt vom Altar herab, jetzt ist er distanziert, jetzt kann jeden Moment etwas auf dem Altar passieren. Vers 23. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein, und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Die Herrlichkeit Gottes war jetzt nicht mehr eingeschränkt oder beschränkt auf Mose alleine. Nein, die Herrlichkeit Gottes erschien jetzt dem ganzen Volk. Aaron als Priester, der das Volk vor Gott vertritt und Gott vor dem Volk vertritt. Aaron als Priester hat die Herrlichkeit Gottes provoziert. Sie kam herab ins Hier und Jetzt und sie erschien dem ganzen Volk. Nun hatten alle Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Warum? Wegen dem Sündopfer, dem Brandopfer und dem Gemeinschafts- oder Friedensopfer. Sobald diese drei Opfer aufeinandertreffen, wird die Herrlichkeit Gottes freigesetzt. Und genau das geschah dort. Und die Herrlichkeit erschien im ganzen Volk. Und von dem Moment an war Israel das einzige Volk, das behaupten konnte, die Herrlichkeit Gottes oder Gott wohnt unter uns. Es gab kein anderes Volk. Alle möglichen Religionen haben irgendeinen Gott geprägt, der irgendwo, nicht abseits, irgendwo in den Himmeln sitzt und sich überhaupt nicht schert über das Volk, um das Volk. Aber hier finden wir einen Gott, der herabkommt und der mit seinem Volk Gemeinschaft hat, der im Zentrum des Zeltlagers ist
und nachts in einer Feuersäule und tagsüber in einer Wolkensäule. Wärme des Nachts und Schutz vor der Sonne während des Tages. Gott unter den Menschen. Hier ist das Evangelium als Vorschatten für das Neue Testament hier schon zu sehen. Gott kommt, die Herrlichkeit Gottes kommt und sie wohnt unter uns. Genau das sagt nachher Johannes, dass Jesus Christus zu uns kam und er wohnte unter uns. Im Griechischen heißt er zeltete unter uns. Er war einer von uns, er wohnte mit uns. Das geschah bereits symbolisch, vorschattend im Alten Testament. Die Herrlichkeit Gottes kam herab aufgrund von drei Opfern. Das Sündopfer, das Brandopfer und dann das Friedensopfer. Zusammen hier aus Keres in Äthiopien. Vielen Dank euch für eure Spenden und Unterstützung. Der Herr hat gestern schon gewaltig gewirkt. Wir hatten wunderbare Heilungen erlebt. Und die Menschen kommen und werden mehr. Danke für euer Spenden, euer Geben. Jede Spende, jeder Cent hat sich gelohnt. Jedes Gebet hat sich gelohnt. Menschen bekehren sich. Menschen werden geheilt und befreit. Vielen Dank an den Herrn und vielen Dank an euch, dem Herrn alle Ehre. Als Vorschatten für das Neue Testament hier schon zu sehen. Gott kommt, die Herrlichkeit Gottes kommt und sie wohnt unter uns. Genau das sagt nachher Johannes, dass Jesus Christus zu uns kam und er wohnte unter uns. Im Griechischen heißt er zeltete unter uns. Er war einer von uns, er wohnte mit uns. Das geschah bereits symbolisch, vorschattend im Alten Testament. Die Herrlichkeit Gottes kam herab aufgrund von drei Opfern. Das Sündopfer, das Brandopfer und dann das Friedensopfer. Was das im Einzelnen bedeutet, werden wir nachher noch besprechen. Aber zuerst einmal festhalten, das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer. Vers 24, 3. Mose 9, 24. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Dies war ein anderes Feuer. Dies war nicht das Herrlichkeitsfeuer. Das Herrlichkeitsfeuer verzehrt nicht. Er sieht nur aus wie Feuer. Aber aus der Gegenwart des Herrn, vom Herrn, kam jetzt ein physisches Feuer und verzehrte die Opfer auf dem Altar. Als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Als die Herrlichkeit Gottes kam, gab es ein lautes Getöse, ein lautes Geschrei und zwar Freudenrufe. Gott ist da, er wohnt jetzt unter uns. Gott ist herabgekommen, Gott unter den Menschen. Sie haben gejubelt, sie haben geschrien, sie haben gejauchzt. Es war eine große Party, ein großes Fest. Gott ist tatsächlich zum Volk Israel gekommen. Den Gott, den sie vom Berg kannten, der nur dem Mose erschienen war, ein Gott, der distanziert war, dieser Gott kommt jetzt, um mit dem Volk Israel zu wohnen. Und die Herrlichkeit Gottes zieht ein bei dem jüdischen Volk. Was für eine Gnade, was für ein Segen. Gott kommt zu den Menschen. Und sie jubelten und fielen auf ihr Angesicht. Nun, ich weiß nicht, ob sie auf ihr Angesicht gefallen sind, aus Ehrfurcht, aus Ehrerbietung Gott gegenüber. Oder ob sie auf ihr Angesicht gefallen sind, weil die Herrlichkeit Gottes, weil die Kabot, die Schwere Gottes so schwer auf ihnen lastete, dass ihre Beine sie nicht mehr tragen konnten. Was heute oft in Gottesdiensten passiert, wenn der Heilige Geist am Wirken ist, wenn die Herrlichkeit Gottes spürbar wird, wo Menschen einfach
ja, ohnmächtig werden, wo sie niederfallen in der Gegenwart des Herrn, weil die Herrlichkeit Gottes einfach da ist, weil die Gegenwart, die Anwesenheit Gottes zu viel ist für den menschlichen Körper und unsere Sicherungen durchbrennen und plötzlich die Glieder versagen und Menschen umfallen. Tatsache ist, hier gab es ein Jubelgeschrei und Menschen fielen auf ihr Angesicht, weil Gott da war. Wie ist es passiert? Aaron hat das Geheimnis von Mose übernommen. Er hat es verstanden. Ich muss zuerst ein Sündopfer bringen, dann ein Brandopfer bringen und dann ein Gemeinschafts- oder Friedensopfer, ein Schalamopfer bringen. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes in mein Leben. Und genau das musst du tun, wenn du möchtest, dass die Herrlichkeit in dein Leben hineinkommt. Und die Herrlichkeit wird dein Leben radikal verändern. Ich habe das in meinem Leben erlebt, dass Gott einfach kommt und manchmal musste ich lachen. In der Gegenwart des Herrn, bei uns im Keller. Wenn die Gegenwart des Herrn gekommen ist und wenn die Probleme mir wirklich über den Kopf gewachsen waren und wo es nicht mehr weiterzugehen schien, wo dann im Gebet die Herrlichkeit des Herrn kam und plötzlich kam ein Lachen und wo der ganze Frust, der ganze Stress gehen musste. Man kam aus dem Gebetszimmer und die Probleme waren alle nicht mehr so schlimm wie vorher. Manchmal kam die Herrlichkeit des Herrn und dann musste ich weinen, weil Gott da ist. Wo die Herrlichkeit des Herrn ist, da fließen manchmal Tränen oder ein Tanz in der Gegenwart des Herrn. All das kann passieren, übernatürliches Wirken in der Gegenwart des Herrn. Und wenn du die Gegenwart des Herrn erlebst, die Herrlichkeit des Herrn erlebst, dann wirst du süchtig werden. Du wirst immer wieder an diesen Platz zurückkommen wollen, im Geist. Diesen Ort, wo du weißt, da ist Gott und so ist Gott. Wo du Gott erlebst, einen guten, liebenden Vater, wo du seine Liebe spüren kannst. Und dieser Platz, diesen Platz kannte Mose und den Platz kannst du auch kennen. Du musst das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer bringen. Das Ding ist alles so sehr gesetzlich. Das ist überhaupt nicht so. Zuallererst das Sündopfer. Das Schöne ist, das Sündopfer wurde schon gebracht für uns. Das steht uns kostenlos heute, uns allen zur Verfügung. Damals war das so, wenn jemand gesündigt hatte, musste er sich ein Tier kaufen, oft war es ein Lamm gewesen oder ein Sündenbock. Und er musste dieses Tier nach Jerusalem bringen und dann kam die Person zum Priester und der Priester würde ihn anschauen und sagen, Mensch, du schon wieder, du warst letzte Woche doch schon hier, was machst du denn hier schon wieder? Dann würde er sagen, ja Mensch, mir ist das passiert, das tut mir leid und ich wollte doch gar nicht. Und dann würde der Priester fragen, wo ist das Lamm? Eine ganz wichtige Frage bis heute, wo ist das Lamm, wo ist der Sündenbock? Und dann würde der Sünder den Sündenbock hervorbringen. Ich habe ihn dir mitgebracht, ich habe ihn gekauft, hier ist er. Und dann würde man den Sündenbock oder Sündenlamm auf den Altar legen. Dann würde der Priester sagen, leg deine Hand auf den Sündenbock. Und dann legst du die Hand auf den Sündenbock und dann müsstest du alle deine Sünden bekennen. Der Priester würde sagen, bekenne! Und dann würdest du alle deine Sünden, deine schmutzigen, ekligen, abscheulichen Sünden bekennen. Und dann würde das Tier geschächtet werden, sterben müssen. Das Blut würde fließen und deine Sünde wäre dann vergeben. Wenn das bis heute gängige Praxis wäre, dann wären die Gemeinden leer. Da gäbe es sonntags keinen mehr im Gottesdienst, weil alle unterwegs wären nach Jerusalem. Und die würden sich alle zwei Tickets kaufen. Eins für sich selbst, das andere für den Sündenbock. Und sobald du dann da gewesen bist und deine Sünden bezahlt hast, wärst du auf dem Weg zurück schon wieder dabei, ein zweites Ticket zu buchen. Weil das ein endloser Kreislauf wäre. Aber es kam jemand, der hat diesen Sündenkreislauf durchbrochen. Eines Tages, als nämlich Johannes der Täufer am Jordan beschäftigt war, er hat Leute getauft im Wasser, da sah er da Jesus am Jordan entlang gehen. Er wurde ganz aufgeregt, er war begeistert und er fing an zu schreien und zu rufen. Der rief, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt oder wegträgt. Und er schaut und er zeigte auf Jesus. Jesus Christus ist nämlich das Lamm Gottes, der Sündenbock. Das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat. Die Sünden der Vergangenheit, die Sünden der Gegenwart und ja, sogar die Sünden der Zukunft hat Jesus bereits bezahlt. Das ist keine Lizenz zum Sündigen, aber wenn uns eine Sünde passiert, dann darf ich wissen, Jesus Christus hat bereits mit seinem Opfer für die Sünden bezahlt. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollkommen gemacht, die geheiligt werden, mit einem einzigen Opfer, Jesus Christus. Mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das heißt, sobald ich mich bekehre, bin ich in den Augen Gottes vollkommen.
Sobald ich in Jesus bin und er mein Herr ist, bin ich in seinen Augen vollkommen. Ich kann nicht mehr vollkommener werden als am Tag der Bekehrung. Ich bin vollkommen in Gottes Augen. Und zwar für immer. Denn das Opfer Jesu war genug für alle Sünden, für alle Zeiten, für immer. Für alle Nationen, für alle Kontinente, für die ganze Welt. Er hat die Sünden der ganzen Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Alle Kriege, alle Abtreibungen, alle Morde, jeden Diebstahl, jede Lüge, jeden Betrug. Er hat alles auf sich genommen und hat ein für alle Mal bezahlt. Und weil er das getan hat, haben wir wieder Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Die Bibel ist ganz klar in Römer 3, Vers 23, dass wir alle gesündigt haben und dass wir des Ruhmes ermangeln, dass wir nicht an den Ruhm rankommen, den Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Gott möchte, dass wir Menschen sind voller Herrlichkeit, voller Ruhm. Das gleiche Wort. Er möchte, dass wir voller Herrlichkeit sind. Und weil wir aber sündigen, kommen wir das Niveau nicht dran. Deswegen musste Jesus kommen, damit wir die Herrlichkeit wieder zurückbekommen. Nicht aus eigenen Werken, sondern weil Jesus ein für alle Mal alles bezahlt hat. Das erste Opfer, das wir annehmen müssen, was frei ist, was kostenlos ist, ist das Sündenopfer, das Jesus Christus war. Er hat für die Sünden bezahlt. Und genau dieses Opfer kannst du heute annehmen. Und du kannst die Vergebung deiner Sünden erleben. Und dann wirst auch du wieder Herrlichkeit erleben in deinem Leben. Ich empfehle dir gerade jetzt mitzubeten und dann wird Gott dir dann deine Sünden vergeben. Und der Weg zur Herrlichkeit wird sich wieder auftun für dich. Bet einfach nach. Herr Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt weggetragen hat. Jesus, du hast auch meine Sünden weggetragen. Bitte vergib mir meine Schuld. Sei du mein Herr, sei du mein Retter. In Jesu Namen. Amen. Und sofern du dieses Gebet von Herzen gebetet hast, sind deine Sünden dir tatsächlich vergeben worden. Sein Opfer, das Sündopfer, war genug für alle Sünden aller Welt, auch für deine Sünden. Und deine Sünden sind soeben vergeben worden. In Gottes Augen bist du jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte jetzt für die ganz kurz beten, die auch krank sind. Und ich glaube, dass Gott in seiner Herrlichkeit, die jetzt auch hier gegenwärtig ist, heilen möchte. Vater, im Namen Jesu Christi komme ich gegen jede Krankheit, die meine Zuschauer jetzt haben. Ganz gleich, wo die Krankheit sitzt, wo sie herrührt. Ich binde dich, ich zerstöre dich im Namen Jesu und ich löse aus die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben. Ich löse aus die Gesundheit, die jetzt kommt. Jesus Christus heilt dich jetzt. In seinem Namen bete ich. Und wir empfangen jetzt. Amen und Amen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast Gott erlebt und die Herrlichkeit Gottes war heute in deinem Wohnzimmer. Wenn du etwas schreiben möchtest, wir hören gerne von dir. Die Kontaktinfos sind wie immer auf dem Bildschirm. Ich hoffe, sehr bald von dir zu hören und ich hoffe, dich beim nächsten Mal auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit wiederzusehen. Bis dahin, der Herr segne dich.